Morgen stehen wir auf, die Sonne lacht uns an. Ich mache dir ein Fläschchen, sei ruhig, du kommst gleich dran. Jetzt hast du schön gegessen und fängst gleich an zu lachen. Du bist schon ganz schön doll gespannt, was wir wohl heute machen. Heya, heya, Babyborn, du bist ein süßer Fratz. Heya, heya, Babyborn, ich weiß genau, du bist mein größter Schatz. Willkommen bei Baby Bonds Geburtstagsparty. Wenn du das erste Mal spielst, such dir ein Tier aus und klicke dieses Tier mit dem Schmetterling an. Hast du schon einmal gespielt? Klick einfach auf dein Tier, das dann ein Geburtstagshütchen trägt. An den Geburtstagshütchen erkennt man, welche Tiere schon einmal mitgespielt haben. Hallo! Toll, dass du endlich da bist! Genau, Babsi und ich warten nämlich schon auf dich. Heute ist doch Baby Bonds Geburtstag. Und wir müssen doch noch so viel vorbereiten. Ja, deshalb ist es prima, dass du uns hilfst. Es soll nämlich eine ganz tolle Party werden. Baby Bond schläft übrigens noch. Wenn du es sehen möchtest, musst du in seinem Bettchen nachgucken. In meinem Zimmer gibt es jede Menge zu entdecken. Sieh dich doch einfach mal um. Wenn du dir eine andere Ecke vom Zimmer ansehen möchtest, musst du ganz links oder ganz rechts an den Bildschirmrand gehen. Wenn sich dann der Schmetterling in einen gelben Pfeil verwandelt, kannst du weiterklicken. Lass dich überraschen! Gefällt dir unser Schmetterling? Er färbt sich übrigens rot, wenn irgendwo etwas Besonderes versteckt ist. Dann solltest du dort unbedingt hinklicken. Du willst wissen, was die Zeichen bedeuten, die unten aufgemalt sind? Ganz wichtig ist das Zeichen mit der kleinen blauen Tür. Wenn du keine Lust mehr hast, klickst du einfach mit dem Schmetterling auf diese Tür und dann hört das Spiel auf. Das nächste Mal kannst du dann genau da weiterspielen, wo du aufgehört hast. Der braune Koffer mit dem Kreuz ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Wenn du mal nicht weiter weißt, brauchst du nur mit dem Schmetterling auf diesen Koffer zu klicken. Dann helfen Jasmina und ich dir. Wenn du während eines Spiels zurück zu Jasmina und mir an den Geburtstagstisch kommen willst, klickst du den Knopf mit dem Geburtstagstisch an. Was sich hinter der gelben Ente versteckt, findest du besser selber raus. Der Knopf... Baby Born schläft heute aber lange. Findet ihr nicht auch, dass wir unser Baby jetzt langsam mal wecken sollten? Es macht bestimmt Augen, weil das Zimmer so toll aussieht. Wenn du Baby Born aufwecken möchtest, musst du mit dem Schmetterling auf sein Bettchen klicken. Hallo Kinder! Viel Spaß bei eurer Geburtstagsfeier. Ich bin schon gespannt darauf, wie ihr die Geburtstagstorte schmückt. Bis nachher. Oje, auf diesem Bauernhof ist einiges durcheinander geraten. Der Bauer hat vergessen, die Stalltür zu schließen und nun laufen alle Tiere durcheinander. Kannst du ihm helfen? Dazu musst du die Tiere einfangen und in ihre Ställe ziehen. Klick jedes Tier an, halte die Maustaste gedrückt und bewege den Schmetterling zu dem richtigen Ort. Wenn du keine Lust dazu hast, klicke auf Babsi und Jasmina am Geburtstagstisch. Wenn du keine Lust... Super! Das Tier hat seinen richtigen Stall gefunden. Gut gemacht. Das Tier gehört hierhin. Gut gemacht. Das Tier gehört hierhin. Gut gemacht. Das Tier gehört hierhin. Du kennst dich ja bestens auf dem Bauernhof aus.
Jetzt sind alle Tiere glücklich und der Bauer kann wieder seiner Arbeit nachgehen. Wenn du dich gleich noch einmal an die Arbeit machen möchtest, musst du nur das Zeichen mit dem Bauernhof anklicken. Beim Ballonspiel ist deine Geschicklichkeit gefragt. Du musst die aufsteigenden Luftballons mit der Biene anpiksen. Möchtest du noch einmal spielen? Du kannst dir aussuchen, wie schwer das Spiel sein soll. Am besten, du fängst erst einmal mit einem leichten Spiel an. Dazu klickst du auf den roten Ballon. Dann steigen die Ballons langsam auf. Klickst du die drei roten Luftballons, werden die Ballons schneller. Wenn du schon eine geschickte Spielerin bist, kannst du dich an die bunten Luftballons heranwagen. Wenn du den blauen Ballon anklickst, musst du genau aufpassen. Es dürfen nur Luftballons in einer Farbe angeklickt werden. Erwischst du einen falschen Ballon, verbiegt sich der Stachel deiner Biene und sie muss eine Weile aussetzen. Das Zeichen mit den drei bunten Ballons ist richtig schwer. Auch hier darfst du nur Ballons einer bestimmten Farbe treffen, aber die Ballons kommen ganz schnell. Viel Spaß! Übrigens, wenn du keine Lust mehr hast, brauchst du nur den Geburtstagstisch anzuklicken. Jetzt geht es rund. Alle orangefarbenen Ballons sollten angepiekst werden. Die anderen Farben mag deine Biene nämlich gar nicht und rümpft vor Entsetzen ihren Stachel, sodass du eine Weile nichts anpieksen kannst. Dann heißt es abwarten. Deshalb nur die orangefarbenen Luftballons kaputt machen. Unser Geburtstagskind wacht auf. Guck mal, Baby Born strahlt unseren Besuch an. Es freut sich richtig. Baby Born strahlt immer, wenn es aufwacht. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, unseren Schatz anzuziehen. Aber etwas besonders Schönes. Schließlich ist ja heute eine Party. Hast du Lust, Baby Born hübsch anzuziehen? Dazu musst du zuerst einmal entscheiden, wie das Wetter heute ist. Es gibt nämlich vier verschiedene Jahreszeiten zur Auswahl. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wenn es Frühling ist, klickst du auf die Blume. Im Sommer scheint die Sonne, also musst du die Sonne anklicken. Im Herbst fallen die Blätter. Deshalb musst du dafür mit dem Schmetterling auf das Blatt fliegen. Und für den Winter steht die Schneeflocke. Ist doch klar. Wenn du lieber gleich mit Babsi und mir weiterspielen möchtest, kannst du auch direkt auf den Geburtstagstisch klicken.
Mit seinen schönen Sachen ist unser Baby Born auch im Winter gut angezogen. Wenn du weißt, was Baby Born tragen soll, klicke das Kleidungsstück an. Dann lass die Maustaste gedrückt und bewege das Kleidungsstück auf unseren Schatz. Bei Baby Born ist es wie bei einem echten Baby. Denk also gut nach, bevor du anfängst, es anzuziehen. Natürlich kannst du Baby Born auch wieder ausziehen. Wenn du Baby Born umziehen möchtest, klickst du einfach unten auf das Blatt, die Sonne oder die Blume. Oder nochmal auf die Schneeflocke. Und der Geburtstagstisch bringt dich und... Beeil dich lieber mit dem Anziehen. Unser Baby friert sonst. Wenn du lieber gleich weiterspielen möchtest, klicke auf den Geburtstagstisch. Wenn du mit dem Schmetterling auf den Fotoapparat klickst, kannst du ein Foto von Baby Born machen. Dann bekommst du ein richtiges Baby Born-Fotoalbum. Wenn du dir die Bilder ansehen möchtest, brauchst du nur auf das Zeichen mit dem Fotoalbum zu klicken. Insgesamt hast du in diesem Fotoalbum Platz für 8 Bilder. Guck mal, so sieht Baby Born süß aus. Versuch es noch einmal, nachdem... Im Herbst musst du Baby Born schön warm anziehen, obwohl im Kinderzimmer ja eine Heizung ist. Klick auf die Kleider, die dir gefallen und bewege sie mit der gedrückten Maustaste auf unser Baby Born. Aber nicht die Windel und die Unterwäsche vergessen. Wenn du mit dem Schmetterling auf den... Oh, wie niedlich! Wie schön, es ist Sommer. Um Baby Born etwas anzuziehen, klickst du ein Kleidungsstück an, hältst den Schmetterling gedrückt und schiebst dein Kleidungsstück auf Baby Born. Probier es einfach mal aus. Natürlich kannst du Baby Born auch wieder ausziehen. Wenn du Baby Born um... Du hast entschieden, dass Baby Born etwas Frühlingshaftes anziehen soll? Prima! Zuerst musst du ihm natürlich eine Windel und Unterwäsche anziehen. Dazu klickst du mit dem Schmetterling auf die Windel, hältst die Maus gedrückt und schiebst die Windel auf unser Baby Born. Anschließend machst du das Gleiche mit den anderen Kleidungsstücken. Natürlich kannst du Baby Born auch wieder ausziehen. Wenn du es umziehen möchtest, wenn du mit dem Schmetterling auf den Fotoapparat... Klasse, das sieht ja super aus! Wie schön, es ist so... Wenn du mit dem Schmetterling... Oh, wie niedlich! Oh, wie niedlich! Hey, Baby Born, jetzt kann deine Party losgehen! Hilfst du uns, die Torte zu schmücken? Du kannst dir aussuchen, was für eine Torte es werden soll. Wir haben den roten Boden für eine Erdbeertorte, den hellbraun für eine Nusstorte und den dunkelbraun für eine Schokoladentorte. Du brauchst nur mit dem Schmetterling einen Boden anklicken. Und dann kannst du die Torte schmücken. Dazu klickst du mit dem Schmetterling etwas Leckeres an, lässt die Maustaste gedrückt und ziehst es auf deine Torte. Dort lässt du es los. Probier doch mal, es ist babyleicht. Wenn du deine Torte fertig dekoriert hast, klicke mit dem Schmetterling auf die Streichholzkiste. Dann wird der Schmetterling zum Streichholz und du kannst die Kerze auf deiner Torte anzünden. Wenn du überhaupt keine Lust dazu hast, kannst du auch auf den Geburtstagstisch klicken und dann bist du wieder bei uns. Aber das fände ich sehr schade. Wie wäre es noch mit ein paar Smarties? Klasse, du machst das super!
Oh wow, das sieht ja lecker aus. So sieht die Torte richtig festlich aus. Baby Born freut sich bestimmt riesig. Tierisch tolle Torte. Deine Torte sieht aus, als wäre Deine Torte sieht aus, als wäre sie jetzt fertig. Wenn du wieder zu uns an den Geburtstagstisch kommen möchtest, brauchst du nur Babsi und Jasmina anzuklicken. Wenn du nochmal einen neuen Schmuck für die Torte ausprobieren willst, klick auf die kleine Torte. Möchtest du noch einmal hören, wie du die Torte verzieren kannst? Dann klick einfach auf den Erste-Hilfe-Koffer. Mensch, das sieht... Willkommen in unserer Bastelecke. Jasmina und ich haben unsere schönsten Ideen für dich aufgeschrieben. Auf den Bildern siehst du, was du alles basteln kannst. Ein Stück Papier kann sich zum Beispiel ganz leicht in ein kleines Tier verwandeln. Einfach durch Ausschneiden, Einschneiden, Rollen, Wellen oder Knicken. Hast du Lust, das auszuprobieren? Wie wäre es mit einem Tausendfüßler, einer Schlange oder einem Igel? Oder magst du lieber eine Schnecke und einen Vogel? Mit unseren Vorlagen geht alles ganz einfach. Du klickst auf das, was du basteln möchtest, dann erzähle ich dir, was du machen musst. Zurück zu mir und Jasmina kommst du, wie immer, durch einen Klick auf unseren Geburtstagstisch. Wenn du genug gebastelt hast, dann klicke mit dem Schmetterling auf den Geburtstagstisch. Wollt ihr auch so ein schönes Windrad haben wie wir? Dann klickt auf das Zeichen mit dem Stempel. Auf dem Blatt, das aus dem Drucker kommt, ist eine dicke Linie. An der müsst ihr entlang schneiden, denn um ein Windrad zu bauen, braucht ihr ein viereckiges Stück Papier. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Blatt bunt anmalen. Dann schneidet ihr an den anderen dicken Linien entlang. Anschließend werden alle Ecken, die einen dicken Punkt haben, nach innen geklappt. Durch die Mitte des Windrades wird jetzt eine Stecknadel gepiekst, die alles zusammenhält. Diese Stecknadel wird an dem einen Ende eines Blumenstabs befestigt. Und fertig ist das Windrad. Bei einem Klick auf das Windrad erkläre ich dir das alles noch einmal. Wenn du genug gebastelt hast, dann klicke mit dem Schmetterling auf den Geburtstagstisch. Das Spiel Himmel und Hölle kennst du bestimmt, oder?
Dazu musst du dir die Malvorlage ausdrucken und an den schwarzen Linien entlang das Quadrat ausschneiden. Dann faltest du dieses Stück Papier so, wie wir es für dich aufgemalt haben. Anschließend malst du die Innenseiten in zwei verschiedenen Farben an. Eben eine Seite als Himmel und eine als Hölle. Falls du nicht weißt, wie man Himmel und Hölle spielt, sind hier die Spielregeln. Himmel und Hölle spielt man mindestens zu zweit. Einer sagt eine Zahl zwischen 1 und 20 und der andere öffnet abwechselnd Himmel und Hölle, so lange, bis die gewünschte Zahl erreicht wird. Lasst euch überraschen, bringt die Zahl Himmel oder Hölle? Wenn du dir das alles so schnell nicht merken kannst, klick mit dem Schmetterling nochmal auf das Zeichen mit Himmel und Hölle. Wenn du genug gebastelt hast, um einen Igel zu basteln, klicke auf den Stempel. Dann schneide auf dem ausgedruckten Blatt den Igel aus. Du kannst ihn auch vorher anmalen. Wenn der Papierigel wellenförmig gebogen wird, kann er überall hinkrabbeln. Wenn du noch einmal die Erklärung hören möchtest, klicke einfach noch einmal auf den Igel. Auch für die Schlange gibt es eine Vorlage. Klick dazu mit dem Schmetterling den Stempel an. Das Blatt, das aus dem Drucker kommt, kann jetzt bunt angemalt werden. Danach schneidest du die Schlange an der dicken Linie entlang aus. Die Schlange hat auch gestrichelte Linien, an denen du sie wie eine Ziehharmonika falten musst. Dadurch wird sie richtig beweglich und lässt sich hinstellen. Wenn du nochmal auf die Schlange klickst, erkläre ich dir nochmal, wie es geht. Wenn du genug gebastelt hast, dann klicke mit dem Schmetterling auf den Geburtstagstisch. Um eine Schnecke zu basteln, klickst du zuerst auf das Zeichen mit dem Stempel. Das ausgedruckte Bild kannst du entweder anmalen oder weiß lassen. Dann schneidest du es aus und rollst das Schneckenhaus mit einem Bleistift auf. Wenn du die Erklärung noch einmal hören möchtest, klicke einfach noch einmal auf das Bild mit der Schnecke. Willst du einen Tausendfüßler basteln? Dann klicke auf den Stempel. Aus eurem Drucker kommt eine Malvorlage, die du bunt anmalen kannst. Anschließend schneidest du mit deiner Bastelschere an den Umrissen entlang. Damit der Tausendfüßler nicht umkippt, wird er wellenförmig gebogen. Außerdem werden seine Füße zu beiden Seiten nach außen gebogen, damit er nicht so leicht umfallen kann. Wenn du noch einmal hören möchtest, was du mit dem Tausendfüßler machen musst, klick ihn doch einfach noch einmal an. Wenn du genug gebastelt hast, dann klicke mit dem Schmetterling auf eine Seefahrt, die ist lustig. Und deshalb ist es gut, wenn man ein Schiff hat. Wer sein eigenes Schiff bauen möchte, klickt auf das Zeichen mit dem Stempel. Das Blatt Papier, das dann aus dem Drucker kommt, hat gestrichelte Linien, an denen ihr es knicken müsst. Wie es dann weitergeht, zeigt die Zeichnung. Wenn du das nochmal hören möchtest, klick noch. Wie wäre es mit einem Weitflugwettbewerb? Dazu braucht ihr nur mindestens zwei Flugzeuge. Wie ihr einen Flieger basteln könnt, seht ihr auf unserer Zeichnung. Um einen tollen Hut zu basteln, brauchst du einen Bogen Papier. Das kann Zeitungspapier, Tonpapier oder ganz normales Papier sein. Dieses Papier faltest du so, wie du es auf den Zeichnungen siehst. Wenn du einen Ritterhelm haben möchtest, kannst du oben Luftschlangen ankleben. Möchtest du einen Jägerhut, dann schlägst du eine Ecke des Hutes um und steckst eine Feder an deinen Hut. Wenn du die Anleitung noch einmal hören möchtest, dann klick einfach nochmal auf den Hut. Wenn du genug gebastelt hast, dann klicke mit dem Schmetterling auf den Geburtstagstisch. In jedem Jahr gibt's einen Tag, den ich so gerne feiern mag. Dann lade ich meine Freunde ein, die freuen sich dabei zu sein. Das ganze Haus wird bunt geschmückt, Tisch und Stühle weggerückt. Wir brauchen Platz für unser Fest, damit sich's besser feiern lässt. Denn heute machen wir eine Party, heute wackelt hier das Haus. Geburtstag feiern ist ein Riesenspaß. Und auf den Kuchen brennen Kerzen.
klappt. Dann wünsche ich mir was. Die ersten Freunde sind schon da und finden es ganz wunderbar, dass alle auf der Party sind. Denn Feste mag ein jedes Kind. Die Erdbeertorte ist der Clou und alle greifen kräftig zu. Den Tisch hab ich heute selbst gedeckt und freu mich, dass es allen schmeckt. Denn heute machen wir eine Party, heute wackelt hier das Haus. Wackelt hier das Haus. Geburtstag feiern ist ein Riesenspaß. Ist ein Riesenspaß. Und auf dem Kuchen brennen Gärten, die blass ich alle aus. Blass ich alle aus. Und wenn es klappt, und wenn es klappt, dann wünsche ich mir was. Mit allem feiern, das ist toll. Schon ist das ganze Zimmer voll. Es wird gespielt und wird gelacht, weil so eine Party Freude macht. Heute machen wir eine Party, heute wackelt hier das Haus. Geburtstag feiern ist ein Riesenspaß. Und auf den Kuchen brennen Kerzen, die blase ich alle aus. Wenn es klappt, und wenn es klappt, dann wünsche ich mir was. Für morgen stehen wir auf, die Sonne lacht uns an. Ich mache dir ein Fläschchen, hast du schön gegessen und fängst gleich an zu lachen. Du bist schon ganz schön doll gespannt, was wir wohl heute machen. Heya, heya, Babyborn, du bist ein süßer Fratz. Heya, heya, Babyborn, ich weiß genau, du bist mein größter Schatz. Jetzt ist es schon fast Mittag, was machst du für ein Gesicht? Ich stell mich in die Küche und koch dein Leibgericht. Jetzt wirst du langsam müde und fängst zu gähnen an. Ich leg dich in dein Bettchen, der Mittagsschlaf ist dran. Heya, heya, Babyborn, du bist ein süßer Fratz. Heya, heya, Babyborn, ich weiß genau, du bist mein größter Schatz. Machen wir dich fein. Und hier die neuen Schuhe, die schönste wirst du sein. Doch langsam wird es Abend, ich glaube, du wirst müde. Ich singe dir zur Nacht ein sanftes Kuschellied. Heya, heya, Babyborn, schlaf ein, du süßer Fratz. Heya, heya, Babyborn, ich weiß genau, du bist mein größter. Malst du auch so gerne? Ich liebe Malbücher. Aber die schönen Seiten sind immer so schnell angemalt. Und manchmal streite ich mich auch mit Jasmina, wer welches Bild anmalen darf. Deshalb haben wir uns für dich was ganz Besonderes ausgedacht. Die Bilder, die du hier im Kleinformat siehst, kannst du dir so oft ausdrucken, wie du willst. Dann kannst du sie zusammen mit deinen Freundinnen anmalen. Und wenn euch etwas nicht gefällt, druckt ihr euch das Blatt noch einmal aus. Dazu klickst du nur auf das Bild, das du anmalen möchtest und auf das Zeichen mit dem Stempel. Natürlich musst du vorher auch den Drucker anschalten. Du kannst diese aber auch am Computer farbig machen.
Wie das geht, sage ich dir, wenn du den Erste-Hilfe-Koffer anklickst. Wenn du auf den Geburtstagstisch klickst, kommst du wie immer zurück zur Geburtstagstafel. Wenn dein Bild fertig ist, dann klicke mit dem Schmetterling auf den Geburtstagstisch. Stell dir vor, auf dem Weg zum großen Ententeich hat die Entenmutter ihre Küken verloren. Kannst du ihr helfen? Die Entenküken müssen durch das Labyrinth geführt werden. Dazu klickst du ein Küken an, lässt die Maustaste gedrückt und suchst mit dem Küken einen Weg durch das Labyrinth. Die Entenmutter ist dir bestimmt sehr dankbar. Wenn du keine Lust zu diesem Spiel hast, klicke einfach auf den Geburtstagstisch. Klasse, du wirst immer geschickter.
Gut gemacht. Das war schon gar nicht schlecht. Beim nächsten Mal hast du mehr Glück. Klasse, du wirst immer geschickter. Mama Ente freut sich. Endlich sind alle Küken bei ihr. Wenn du aufhören möchtest, klicke auf das Zeichen mit dem Geburtstagstisch. Hier siehst du alle Spiele, die du im Zimmer schon entdeckt hast. Wenn du mit dem Schmetterling ein Spiel anklickst, geht's gleich los. Wenn du den Tisch decken willst, musst du auf das Geschirr klicken und die Taste deiner Maus gedrückt lassen. Unser Tisch sieht ja klasse aus. Oh, habt ihr das gesehen? Die gelbe Ente hat sich einfach ein Bonbon geklaut. Die ist ja ganz schön frech. Wir wollen doch alle zusammen feiern. So lange muss die Ente schon noch warten. Wir müssen sie unbedingt einfangen, sonst macht sie das nochmal. Auf alle Fälle, versuch mal die Ente anzuklicken. Klasse, du hast die Ente eingefangen. So, du Ente, jetzt bleibst du schön auf deinem Platz, bis wir alles für Baby Bonds Geburtstag vorbereitet haben. Und wenn du ganz lieb bist, darfst du mitfeiern und Bonbons essen. Super, da ist der Hase. Er ist wohl vom Rutschauto gefallen. Da ist Teddy ja. Da ist Teddy ja. Jetzt sind alle da. Endlich können wir die Geschenke auspacken. Oh ja. Hallo Kinder. Wollt ihr nicht langsam aufhören? Euer Baby ist bestimmt müde. Wenn ihr möchtet, erzähle ich euch eine Gute-Nacht-Geschichte. Hey, das ist ja eine super coole Sonnenbrille. Super cool? Ja? Oh, was ist das denn? Eine Schnullerkette. Dann müssen wir nicht mehr dauernd den Schnuller suchen. Guck mal, Baby Bon freut sich auch. Hey, eine Rassel! Sieh mal, ein Stirnband für Baby Bon. Prima, das gefällt Baby Bon sehr. Du kannst Baby Bon jederzeit umziehen. Dazu brauchst du nur auf seinen Kleiderschrank zu klicken. Möchtest du unser müdes Baby Bon ins Bettchen bringen? Dann klicke auf Baby Bons Kleiderschränkchen und ziehe den Schlafanzug an. Bevor du unser Baby schlafen legst, musst du ihm eine frische Windel und einen Schlafanzug anziehen. Wenn du damit fertig bist, klickst du auf das kleine Bettchen. Wenn du mit dem Schmetterling auf... Oh, das sieht aber echt... Klasse, das sieht ja super aus! Wenn du eine Gute-Nacht-Geschichte hören möchtest, klick doch mal mit dem Schmetterling verschiedene Gegenstände an. Wenn du kein... Es war einmal ein einsamer Stern. Er wohnte mit seiner Mutter und seinem Vater weit weg von den anderen Sternen. Zum Spielen hatte er ganz viel Platz. Aber es gab niemanden, mit dem er spielen konnte. Seine Mutter hatte schrecklich viel zu tun. Sie musste immer zu Sternenstaub saugen, denn es gab sehr viel Sternenstaub. Manchmal spielte sein Vater mit ihm Sternschnuppenjagen, aber das war selten. Ihr wisst ja selber, dass es nicht oft Sternschnuppen gibt. Jeden Tag, wenn die Sonne unterging, fragte er seine Mutter: »Mami, warum können wir nicht einmal zur Milchstraße gehen? Dort gibt es so viele andere Sterne, mit denen könnte ich prima spielen.« Und jedes Mal seufzte seine Mutter: »Ich weiß, ich würde auch viel lieber an der Milchstraße wohnen, dann könnte ich mich mit den anderen unterhalten und müsste nicht immer zu Sternenstaub saugen,
aber es geht nicht. Dein Vater muss von hier aus die Kometen beobachten. Der einsame Stern war dann jedes Mal sehr traurig. Er überlegte, was es wohl für eine Lösung geben könnte. Wenn doch nur die Kometen näher an der Milchstraße wohnen könnten, dann müsste sein Vater auch dorthin ziehen. Eines Tages beschloss er, die Kometen zu fragen. »Hallo, ihr Kometen!« rief er ganz laut. »Warum versteckt ihr euch hier im hintersten Teil des Weltalls? Hier ist es doch furchtbar langweilig! Wenn ihr in der Milchstraße wohnen würdet, hättet ihr viel mehr Spaß!« »Ach, wirklich?« lachten die Kometen. »Bitte, bitte!« rief der einsame Stern. »Seht euch die Milchstraße doch wenigstens einmal an!« »Na gut«, hallte es von den Kometen zurück. »Hier ist es wirklich etwas langweilig. Morgen sehen wir uns die Milchstraße mal an.« Der einsame Stern konnte sein Glück kaum fassen. Er lief gleich zu seinen Eltern und erzählte ihnen, was die Kometen gesagt hatten. Auch seine Eltern freuten sich. An dem folgenden Tag konnte der einsame Stern gar nicht schlafen. Kaum war der Mond aufgegangen, machten sich alle auf den Weg zur Milchstraße. Vorneweg die Kometen und hinterher die kleine Sternenfamilie. Schon von Weitem konnten sie das Licht der Milchstraße sehen und ein lautes Stimmengewirr hören. Dort waren tatsächlich Tausende von Sternen versammelt. Es gab große und kleine, dicke und dünne Sterne. Das Einzige, was es dort nicht gab, waren einsame Sterne. Denn in diesem Moment hörte der einsame Stern auf, einsam zu sein und verschmolz mit den anderen Sternen zur Milchstraße. Und wenn ihr nachts ganz genau in den Himmel seht, könnt ihr ihn an seinem Blinken erkennen. Wenn du eine gute Nachtgeschichte hören möchtest, klick doch mal mit dem Schmetterling verschiedene Gegenstände an. Es war einmal ein paar Zauberschuhe, das einer alten Hexe gehörte. Es bestand, wie jedes Paar Schuhe, aus einem linken und einem rechten Schuh. Das Besondere bei diesen Schuhen war, dass sie von alleine gehen konnten. Aber das war noch nicht alles. Die beiden hatten sich auch besonders lieb. Wenn ein Schuh ein Loch in seiner Sohle hatte, tat das dem anderen Schuh genauso weh, als wenn er selbst ein Loch in der Sohle hätte. Zum Glück bekamen die beiden Schuhe selten Löcher, denn, wie ihr wisst, fliegen Hexen meistens mit ihrem Besen durch die Gegend und davon gibt es keine Löcher. Eines Tages geschah jedoch etwas Furchtbares. Die Hexe trat mit dem einen Schuh auf einen Igel, der gerade aus seinem Winterschlaf kam. Sie schrie laut auf, denn die Stacheln des Igels bohrten sich durch die Sohle ihres Zauberschuhs und pieksten sie in den Fuß. Das Schlimmste war jedoch, dass die Sohle des linken Zauberschuhs von den Stacheln des Igels durchlöchert war. Die alte Hexe war furchtbar wütend und flog sofort zum Hexenschuster. »Da kann man nicht viel machen«, sagte der Schuster. »Am besten, ich fertige dir einen neuen Schuh an.« »Ist gut«, knurrte die Hexe, »dann schmeißen wir den alten Schuh weg.« Als die Zauberschuhe das hörten, bekamen sie einen großen Schreck. Der eine Schuh sollte einfach weggeschmissen werden. Vor lauter Angst wurde den beiden ganz heiß. Das störte wiederum die Hexe, der förmlich die Socken qualmten, und so beschloss sie, nach Hause zu fliegen und dort die Schuhe auszuziehen. Als die Schuhe endlich allein in der Zauberküche unter dem Tisch lagen, beratschlagten sie, was zu tun sei. »Wir sind doch Zauberschuhe«, sagte der rechte Schuh. »Wir können doch nicht zulassen, dass sie einfach einen von uns wegschmeißt.« »Nein, auf gar keinen Fall«, sagte der linke Schuh. »Wir gehören zusammen. Deshalb habe ich eine Idee. Immer wenn die Hexe mit uns zu ihrem Besen gehen will, werden wir stattdessen mit ihr in die andere Richtung gehen. Dann merkt sie vielleicht, dass sie nicht einen neuen Schuh, sondern zwei neue Schuhe braucht.« Diese Idee fand der andere Schuh prima.
Als die alte Hexe sich das nächste Mal ihre Schuhe anzog, liefen die Schuhe mit ihr kreuz und quer durch die Gegend. Darüber wurde sie furchtbar böse. »Ihr seid ja zu nichts zu gebrauchen«, schrie sie die Schuhe an. »Ich fliege jetzt barfuß zum Hexenschuster und lasse mir neue Schuhe machen. Wenn ich wiederkomme, will ich euch nicht mehr sehen.« Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie sehr sich die Schuhe freuten. Nun waren sie endlich frei und konnten immer zusammenbleiben. Glücklich marschierten sie los und sind seitdem nie mehr gesehen worden. Wenn du eine gute Nachtgeschichte hören möchtest... Es war einmal ein kleines Eichhörnchen, das Emil hieß. Emil wohnte in einem großen grünen Wald, in dem es viele hohe Bäume gab und einen kleinen Bach zum Baden. Morgens, wenn Emil in seiner Wohnung im zweiten Stock einer alten Eiche aufwachte, konnte er von der Haustür aus das klare Wasser in der Sonne funkeln sehen, und dann machte er für gewöhnlich einen Luftsprung aus lauter Freude. Schnell kletterte er über das morsche Treppenhaus der alten Eiche hinunter und machte einen Kopfsprung ins kalte Wasser. »Ach, Herrje«, rief dann immer die Eiche, »musst du denn so die Treppen herunterrasen, Emil? Mein Rheuma wird jedes Jahr schlimmer. Mir tun alle Astlöcher weh, wenn du so tobst.« »Entschuldigung«, rief Emil dann jedes Mal, »aber es ist ein so schöner Tag, und wenn ich mich nicht beeile, verpasse ich ihn noch.« »Ja, ja«, schmunzelte dann die Eiche, denn sie kannte diesen Spruch von Emil schon und wusste genau wie wir, dass man einen Tag nicht einfach so verpassen kann, wie eine U-Bahn. Aber Emil wusste das eben noch nicht, und deshalb war sie ihm nicht böse. Eines Tages traf Emil beim Frühschwimmen einen alten Freund, den grünglitzernden Frosch. »Weißt du, Frosch«, sagte Emil zu ihm, »wenn morgens so schön die Sonne scheint, dann freue ich mich so auf den Tag, dass ich so schnell wie ich nur kann zum Bach hüpfe. Dabei vergesse ich doch glatt, dass meine Vermieterin, die alte Eiche, es nicht mag, wenn ich im Treppenhaus tobe. Hast du nicht eine Idee, was ich dagegen tun kann?« »Hm«, sagte der Frosch. Und das war nicht eben viel. Und dann spielten beide ihr Lieblingsspiel, Weithüpfen. Meistens siegte der Frosch, aber wenn Emil Anlauf von einem Baum nahm, war er unschlagbar. Und plötzlich hatte der Frosch eine Idee. »Weißt du, Emil«, fing er an, »wenn du es morgens so eilig hast, aus deiner Wohnung an den Bach zu kommen und nicht durch das Treppenhaus deiner Vermieterin hüpfen willst, warum springst du dann nicht von deiner Haustür aus zu der Birke schräg gegenüber? Die Birke ist noch jung und hat bestimmt nichts dagegen. Außerdem ist sie eine gute Freundin von mir. Ich könnte sie fragen und ein gutes Wort für dich einlegen.« Emil war mit diesem Vorschlag einverstanden. Er wollte nur zuerst ausprobieren, ob er es auch wirklich schaffte, von seiner Haustür aus bis zu der Birke zu springen. Und tatsächlich, es klappte. Der grünglitzernde Frosch fragte die Birke, ob Emil morgens ihr Treppenhaus benutzen dürfte, und sie hatte nichts dagegen. Von nun an begann jeder Tag noch fröhlicher für Emil. So wie ihn die ersten Sonnenstrahlen an der Nase kitzelten, sprang er auf, nahm Anlauf und hüpfte auf die Birke. Von dort aus ging es direkt zum Bach, wo der grünglitzernde Frosch ihn schon zum Weithüpfen erwartete. Und die alte Eiche? Sie freute sich, dass ihr Treppenhaus kaum noch benutzt wurde. Und bald sprossen überall zwischen den Stufen neue Triebe. Wenn du eine gute Nachtgeschichte hören möchtest, es war einmal ein kleiner Drache, der unter Omas Sofa wohnte. Er fühlte sich sehr wohl dort, vor allem wahrscheinlich, weil das Sofa sehr nett zu ihm war. Abends, wenn Oma den Fernseher eingeschaltet hatte, sahen die beiden zusammen Tierfilme an. Vor manchen Tieren hatten sie Angst. Oh, wie gruselte sich das Sofa vor wilden Löwen.
Es stellte sich immer vor, wie diese Löwen ihre Krallen an seinem Sitzpolster wetzen. Und der kleine Drache hatte Angst vor den Krokodilen mit ihren spitzen Zähnen. »Wie gut«, sagten sie sich dann beide, »dass es solche Tiere bei uns nicht gibt.« Oma hatte natürlich keine Ahnung, was dort unter ihr vorging, wenn sie abends gemütlich auf dem Sofa saß. Sie wunderte sich zwar manchmal, dass ihre Keksdose immer so schnell leer war, aber dass es einen kleinen Drachen gab, der heimlich Kekse klaute, wusste sie nicht. Eines Tages brachte Oma eine Katze mit nach Hause, damit sie etwas Gesellschaft hatte. Das war eine Katastrophe für den kleinen Drachen und das Sofa. Schon als die Katze ins Wohnzimmer stolziert kam, wurde dem Sofa ganz mulmig. Es sah sofort ihre Krallen. Ängstlich stupst das Sofa den kleinen Drachen an. Der kleine Drache schaute unter dem Sofa hervor und genau in das geöffnete Maul der Katze, in dem lauter spitze Zähne funkelten. »Hilfe! Ein Krokodil!« schrie der kleine Drache und versuchte, sich ganz hinten unter dem Sofa zu verstecken. Mit einem Katzensprung war die Katze hinter ihm her und quetschte sich unter das Sofa. Von dem Lärm wurde Oma angelockt und rief verwundert, »Katze, was machst du denn da unter dem Sofa?« Energisch packte sie das Hinterteil, das unter dem Sofa hervorragte, und zog die Katze zu sich. Und was glaubt ihr wohl, wie verwundert Oma war, als sie in den Fängen den kleinen Drachen sah. Vor lauter Schreck ließ sie sich auf das Sofa fallen. Die Katze verzog sich beleidigt und der kleine Drache zitterte am ganzen Körper. Um ein Haar wäre er von einem Krokodil unter Omas Sofa aufgefressen worden. Oma musterte ihn von oben bis unten. »Wer bist denn du?« fragte sie ihn. Aber der kleine Drache konnte vor Schreck nichts sagen. »Das ist der kleine Drache«, sagte das Sofa, »er wohnt bei mir.« Nun war Oma völlig verwundert. »Mein Sofa kann sprechen«, fragte sie. Und dann erzählte ihr das Sofa, dass der kleine Drache und er Freunde wären und immer so gerne abends mit Oma zusammen Tierfilme ansahen. Wie ihr euch vorstellen könnt, dauerte es eine Weile, bevor Oma alles verstanden hatte, aber schließlich freute sie sich. »Jetzt bin ich nicht mehr allein«, sagte sie. Sofort brachte sie die Katze wieder zurück und kaufte eine extra große Packung Kekse. Von dem Tag an war alles noch schöner. Jeden Abend sahen die drei zusammen Tierfilme an. Aber nur solche, in denen garantiert keine Löwen, Krokodile und Katzen vorkamen. Wenn du eine gute Nachtgeschichte hören möchtest, klick doch mal mit dem Schmetterling verschiedene Gegenstände an. Wenn du keine Geschichte hören möchtest, kannst du unten die kleine Tür anklicken und so das Spiel verlassen. Möchtest du wirklich aufhören? Wenn ja, dann klick auf die Tür.
du schön gegessen und fängst gleich an zu lachen. Du bist schon ganz schön doll gespannt, was wir wohl heute machen. Heya, heya, Babyborn, du bist ein süßer Fratz. Heya, heya, Babyborn, ich weiß,